So, wo waren wir denn? Das haben wir gemacht. Ich wollte mal was suchen. Ich habe keinen offenen. Wir suchen einen Raumausstatter für die Runderneuerung unserer Wohnung, damit sie unseren Anforderungen entspricht. Anforderung Runderneuerung, Budget 13.000. Na dann. Reinigen. Oh, reparieren. Und einlagern. So, Onkel, du darfst gehen. Ja, verlassen. Renovieren. Ich habe keine Tage Zeit, das ist nice. Küche, Badezimmer, Schlafzimmer. Ha. Wenn ich jetzt hier was hinmache. Was wollen die im Badezimmer haben? Duschkabine, Toilette, Waschbecken, Klobürste, Toilettenpapier. Das ist nicht viel, das reicht ein kleines Bad aus. Schlafzimmer wollen sie ohne wirklich viel. Und Küche auch nicht. Okay. Dann machen wir das so. Machen wir da eine Tür. Da eine Tür, genau. Und Schiebetüren überall rein. Komm, wir haben genug Geld. So, Schlafzimmer. Boden, Teppich oder Linoleum? Wie sieht denn das aus? Ach du Heimat, das wird doch gar nicht besser. Bleiben hier dabei. So. Wände braun oder blau? Mir gefällt halt wirklich dieser Look. Sieht man auch wieder da. Jo, willkommen zurück. So, das haben wir. Ein Bett. Wir wollen ein Bett haben. So, haben sie. Und Wanddeko. Haben sie. Boden fürs Bad, Laminat. Wand rot. Ah, jetzt sieht bestimmt wieder eine Frau ein. Duschkabine. Ah, die sieht schnieke aus. Oh, die sieht wirklich geil aus. Dann war ein Klo. Dahin ein Waschbecken. Machen wir dahin. Eine Klobürste. Und Klopapier. So. Das haben wir erste Mal. Küche fließende. Wand grün. Okay.
ist teuer. Oh, das ist richtig teuer. Ja, Kühlschrank. Ein Herd. Und die restlichen Küchenmöbel. Ich glaube, ich habe die Teile immer verkehrt gebaut. Egal. Will keine Spüle haben. Ja, okay, krieg trotzdem eine. So, passt das noch? Passt nicht. So. Das ist eine schöne große Küche. Jo, das ist fertig und hier fehlt wieder Haufen Zeug. Wow. Ein Esstisch wäre nicht schlecht. Wenn wir den da hinstellen, hätte ich jetzt gern weiße Stühle. Oder wir nehmen die hier. Und natürlich wie immer reicht. Lol, mein Geld reicht nicht mehr aus. Geil. Ist das große das Schlafzimmer? Ja. Das ist das Schlafzimmer. Ist ein bisschen überdimensional, aber die wollten das ja so. Jetzt das dahin mache. Ich habe noch 2000. Hier, ihr kriegt einen Billigfernseher. Mal den dort hin. Retro-Konsole. Play-X-Konsole. DVD-Player, den kriegen sie auch noch. So. Ich habe ja hier noch was bei mir. Genau, Sofa. Brauche ich das schon mal nicht bezahlen. So. Okay. Bei mir im Haus wird Randale gemacht. Ach du Heimatland, ey, was soll ich denn hier noch hinbauen? Einmal. Zweites. 59, ja, okay. Überhaupt nicht übertrieben. Wie hätte ich das sonst machen sollen? Also, in die Küche und ins Bad passt, braucht er nicht mehr rein. Da ich ja immer noch ein bisschen was im Lager habe, da passt das. Mal die Torte hin, was ist das? Indisches Windspiel. Ich habe keinen Balkon hier. Dort hin. Immer noch 67. Immer noch 67. Hast du eigentlich diesen illegalen Auftrag mit den Spritzen und Naturgras schon gehabt? Hier noch nicht. Tatsächlich.
Obstkorb. Das kommt doch immer gut. So. Alter, ist die groß. Immerhin schon mal. Das gefällt mir. Ach, hier kommt, kriegt es noch eine Staffelei rein. Und Gott, muss reichen. Ja, muss reichen. Okay, habt ihr das letzte Mal verpasst? Das müsste vom ersten Stream Teil 3 sein. Ich lade das ja auch auf YouTube hoch. Ich hoffe mal, dass das hier noch kommt und wenn nicht, dann irgendwas anderes. Okay, der Obstkorb gefällt der Troller. Geil. Aber immerhin. Was will ich mehr? Zahlt. Gut, ich habe 50.000 auf der Bank. Wird ja mal Zeit, dass es noch mehr wird. Ich suche einen Raumausstatter, der mir ein neues Badezimmer bauen kann. Anforderung, erschaffe ein neues Badezimmer. Oh, das kriegt man hin, ne? Das kann ich richtig gut. Laminat oder fließende. So, kann dann nebenbei Schach spielen. Rot oder grau? Grau. Mir gefällt irgendwie dieser Look. So richtig altmodisch. Badewanne oder Duschkabine? Wie viel habe ich denn jetzt noch? Ich muss aufpassen. Hier, Badewanne. Waschbecken. Setzen wir dort hin. Das Klo, ich habe noch 2000, der kriegt so jetzt mit Spülkasten dahin. Ne, der kriegt eine teure Klobürste. Toilettenpapier, da kriegt er nur so ein Wandhalterungsteil. Ein Pömpel. Und ein Handtuchhalter. So, bevorzugte Möbel, Wanduhr. Warum hängt das Waschbecken immer so hoch? Hammer. Das da noch hin. Und ich habe noch 2200. Ich könnte dem mir noch eine Waschmaschine reinbauen. Das hat der noch gar nie. Oder ein Waschbrett, wenn die sowas hätten. Schachbrett. Das, der kriegt jetzt noch einen Spiegel, der die das. So. Und mal
dahin. Wo haben wir den Quark? Hier haben wir ihn. So. Ein Wäschekorb. Jo, passt. 88%. Den wollen wir ein bisschen Deko haben. Na dann. Schade, ich dachte, das klappt. Oh. Auf 89, ja. Wer weiß halt mit Ike 50.000 auf dem Konto, da kann ich ja noch mehr, da kann ja noch mehr drauf. Mensch, dass ich auch das Wort Weisheiten bekomme. Au. Dass ich auch, also auf das Wort Weisheiten gekommen bin. Ja. Na, wie sagt man so schön, die Geld haben, wollen immer mehr haben. Die, die keins haben, die wollen auch keins. Und wenn ich mir hier meine Eigentumswohnung kaufen möchte, da brauche ich ja ein bisschen was. Hier im Haus bei mir heute los. Okay, benötigte Möblierung. Bitte? Gegenstände könnten modischer sein. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. 53.000. Das reicht immer noch nicht. Die Zufriedenheitsbonus eines Mieters wird um 10% erhöht, wenn Onkel Steve Probleme selber löst. Freischalten. Da haben wir nichts. Ja, komm, wir nehmen mal den schwierigen Job an hier. Oha! Das wird jetzt eine Herausforderung. Das wird Bad, das wird Küche sein. Okay, ich muss mal ganz kurz hier was aktualisieren. Deswegen tappe ich mal ganz kurz raus. Ah, okay. Da brauche ich mich für den Follow nicht bedanken, wenn die Person gleich wieder entfollowed hat. Solche Leute mag ich ja. Ja, Renovierung starten. Badezimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer? Hä? Keine Küche? Ach du Heimatland, wie soll ich... Okay, das als Bad verstehe ich ja noch. Ach, du Heimat, wie soll ich das hinkriegen? Ahahaha. Damit hätte jetzt keiner gerechnet. Ton kann ich besser bauen. Dann wirklich Studentenwohnung ohne Küche. Ja. Okay, wir fangen mit dem Bad an. Ich brauche erstmal Türen. Wie viel habe ich in 14.000? So.
Bad mit drei Fenstern. Und ihr, lass mich raten, ihr wollt eine Duschkabine reinhaben. Ja, okay, dann muss ich hier doch nochmal umplanen. Aber wie mache ich das? Boah, das ist gerade echt nicht so einfach. Ach, scheiß drauf, stelle ich dieses, die Fenster zu. Fliesen wollen sie haben. Wand grün. Boah, Kopfschmerzgrün. Duschkabine. Also ich würde da freiwillig nicht duschen wollen, bin ich ganz ehrlich. Oh mein Gott. Ein Klo. Und Toilettenpapier, aber ja, kein Waschbecken wollen. Schön. Schlafzimmer. Teppich. Braune Wände. Ja, habe ich. Grün im Bad, okay, aber immerhin kein Laminat im Bad. Ist ja Gott sei Dank im zweiten Stock, nur die gegenüber im dritten haben Spaß. Ja. Ach, da kann ich dir hier bei mir auch Geschichten erzählen, was ich jetzt schon alles, wenn ich aus die Fenster geguckt habe, gesehen habe. Ein Einzelbett. Secondhand-Matratze. Ach hier, komm, kriegst du ein Billigbett. Ich muss dich jetzt mal ganz kurz was fragen. Wir sind ja unter uns. Hast du vor 41 Minuten ungefähr einen Follow mitbekommen? Weil ich glaube, da war ich... War ich dann in der Pause? Nee, eigentlich nicht. Weil es stand nämlich im Aktivitätensfeed da, dass jemand gefollowt hat und ja, aber mein Follower-Button oben hat sich nicht erhöht. Das heißt, die Person hat gefollowt, gleich wieder entfollowed. Deswegen würde mich das mal interessieren, ob da eventuell hier irgendwas da stand, hier oben in der Ecke, wo mein Fratz ist. Computer und ein Schreibtisch. Nee, ich habe nichts mitbekommen. Ist ein Bug von Twitch, hatte ich auch so. Nee, ich hatte das gestern halt auch schon. Und stand ja auch da, dass jemand gefollowt hat, also der Name der Person. Und es ist aber halt wirklich seltsam. Sowas dürfte gar nicht vorkommen. Vor allem nicht bei Kleinstreamern. Zewa drehen. So. Ein Computer. Oh, 2200. Ach komm, scheiß drauf. Dann will ich den aber drehen. Kriegt einen schönen Gaming-PC. Gegenstand von herzlichen Büros nach. Das ist nur für Büros? Das ist ja langweilig. So. Kriegt dann Gaming Chair. Der sieht geil aus. Der sieht geil aus. Ein Ventilator. So. Und Poster. Okay. Hausflipper. Ach komm, das ist ein Gamer. So. So, Böden Hartholz.
ihr nehmt die hier. Wandbrauen. Ich hatte nur mal das Problem, dass bei mir die ganze Zeit Follows von verschiedenen Personen reingekommen sind, aber die Follows noch nicht hochgegangen sind. Kann aber sein, dass du in der Pause warst, da du die ja später gemacht hast. Währenddessen war ich aufgestellt. Das kann gut sein. Aber es gibt halt auch wirklich die Aufmerksamkeitsidioten, die followen und gleich wieder entfollowen. Die das aber nicht kapieren, dass der Follow eine gewisse Zeit lang erhalten bleiben muss, damit das überhaupt angezeigt wird. Aber gut, wenn sie denken, die müssen das machen, sollen sie es machen. Und das sieht ja mal hässlich aus. Wenn ich jetzt das dahin setze. Das Wohnzimmer sieht fast aus wie meine Innenraumwohnung. Nur, dass ich von Wohnzimmer aus nicht ins Bad bin, sondern vom Flur. Da ging es hier in den Flur und ins Bad und hier in die Küche. Oh, okay. Ist ja schlussendlich nicht unser Problem. Nee, das nicht, aber man möchte ja die gewissen, ich sage jetzt mal, Achievements bei Twitch erreichen. Damit das auch was wird. Was ist denn ein Flipper? Wo baue ich denn den hin? So. Die wird auch bewegt. Die kommt dahin. Der bleibt dort erst einmal. Ein TV. Den holen wir uns als letztes. Wir brauchen erstmal einen TV-Schrank. Und der wird hier richtig schön hingestellt. Ah, fast mittig, egal. Eine Anime-Figur. Alter, was? Ja, da kommt ein Sessel rein, würde ich sagen. Den Sessel dahin mache. Das dahin. So. Das Ding kommt definitiv weg. So. Ach du Heimatland, war das eine Riesenfigur. Hier kriegst du den günstigen Fernseher, denn no, ich brauche da noch ein bisschen Spielraum. Videospielekonsole. Arcade. Hä? Soll ich das alles unterbringen? Jetzt dreht sich der Fernseher, wo ich keine Taste gedrückt habe. Geil. Definitiv einstimmen. Oder so ein japanischer Anime-Freak. Ich bin jetzt einfach mal so, warum? Da. Da.
Ja, bewegen. Wenn ich den so hinstelle. Spielekonsole. Ah, warte mal, das haben wir doch schon. Mal die da hinstellen, dann können wir die Figur. Dahin stellen. Ach du Heimatland. Wobei, bewegen. Passt die hier hin? Schade. Ich soll den angucken. Wenn er sich seine Animes gönnt. So. 37, 6% Deko bloß, ernsthaft. Warte mal, das ist ja ein Zocker, haben wir gesagt. Hier, du kriegst Minecraft Squid. Und ein Mario. Ach, leck mich doch an. Ach du. Ich finde das immer total creepy, wenn mich so ein Ding permanent anschaut. Ja. Aber man weiß ja nicht, für was die Person, die hier wohnt, diese Figur verwendet. So, du hast ja gesagt, Student, also kommt da so ein Blümchen hin. So. Eine Uhr möchten wir auf jeden Fall noch machen. Dahin. So, 84%. Holy shit, ey. Schade, passt da nicht hin. Aber das passt dahin. Oh. Hier müsste ungefähr die Mitte sein. Das Neonlampe, Mann, Neonreklame. So. Und das noch. Das hat halt nichts genützt. So ein Studentenblume, die man nicht gießen muss. Und ich glaube, man will auch nicht wissen, was er dafür macht, wenn der Mund will. Ja. Das will ich auch nicht wirklich wissen. Halt auch nur noch 200 Mücken. Ja, mehr kann ich nicht machen. Das ist doch ein Witz, ey. Das war wirklich schwer. Job abschließen, komm, scheiß drauf. Ja, aber klar, dass das nicht gefällt. Das gefällt komischerweise jedem. Ah, okay. Okay, mal gucken. App öffnen. Ja gut, das hätte echt besser sein können. Ich habe gerade das Geld für den Zeitraum überwiesen. Sehr schön.
Sehr schön, sehr schön. Oh Gott. Oh, Entschuldigung. Benötige Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Mietern. Mach mal. So, Wohnung angucken. Hey, du wohnst doch schon bei mir. Wow, er hat's geschafft, ohne dass man ihn auffordern muss. Gesundheit. Das sag ich immer, wenn ich niese. Meinung zufriedenstellend. Okay, jetzt gucken wir mal hier. Da kann man nämlich gleich mal gucken, ob da wirklich Vergewaltigung stand. Alright. Erstmal hier, keine Schulden. Tatsache! Verbrechenstyp Vergewaltigung. Okay, hier verhandeln. Für 60 Tage. Wow. 5600, ja. Alles klar, da wird sich der Auftraggeber freuen bei 3900. Ach so, nein, ich hab nicht gemeint, ich hab den gemeint, der das Geld übergesagt. Ach so. Leute, das Zimmer gefällt ihm überhaupt nicht. Was soll das? LOL! Nie wieder! Kinder, die selbstgemachte Limonade verkaufen, sind besser als Ike. Das ist richtig schief gelaufen. Mieter übernahm einen Job ohne meine Einwilligung. Hä? Okay, dann... Adam Bocker, von dir mache ich keine Aufträge mehr. Das ganze Knick, ne? Ich habe 9 Tage Zeit. Anforderung Runderneuerung. Wenn du eine Raumausstatter bist, ruf mich an. Mit Hilfe bei der Suche nach den richtigen Mietern. Jetzt nochmal. Das kann ja nicht sein. Spreche mit deinen Gästen, um zu verhandeln. Ja, okay. Wir machen das da. Meinung gut. So, das hier, 0 Schulden. Spreche mit deinen Gästen, um zu verhandeln. Mach ich. So. Gut, das habe ich erledigt. Nee, wenn ich verhandle, muss ich auch automatisch abschließen, damit das akzeptiert wird. Ich habe jetzt auch nicht gelesen gehabt, was dort stand. Aber hier habe ich wieder... Ah, Mieter war zu jung, das ist doch egal. Solange das Geld kommt und die zahlt mehr als du willst. Also... Ja. Bau eine moderne Einzimmerwohnung. Das wird mal interessant. Alles klar. Schön, Oliver. Oh nein! Schnell! Ich will das annehmen! Ich hab 10... Ach!
Renovierung, bla bla bla, egal, mach mal. Reinigung starten. Reinigen. 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 Erster Eindruck, Fußbett unwillig, benötigte Möblierung. Da bin ich mal gespannt. Das war doch dieses wunderschöne, diese wunderschöne Immobilie von gestern. Ich habe ein Budget von 75.000. Kommt doch bestimmt wieder eine Drogen- und Alkoholhöhle hin. Reparieren, reparieren. Nein! Gespritzt mit Naturgrasmobil, ja. Ja. Also Onkel, du musst ein bisschen schneller werden hier. Auf Reserve. Bonuszahlung für Fristeinhaltung 10 Tage. Die habe ich das letzte Mal nicht geschafft. Oder eine Jugendherberge. Oder ein Casino. Irgendwas wird das schon werden. Das war ja gestern schon richtig schwer. So, jetzt geht's los. Verlassen. Und gestern habe ich das in den 10 Tagen nicht geschafft. So. Renovieren. Produktion illegale Substanzen. Alles klar. So, als erstes. Der Überwachungsraum muss größer werden. So. Überwachungsraum kommt hier rein. Linoleum. Hallo. Ach so. Wow. So. Wände blau. Hammer. Eine Tür.
Hammer. Der riesige Koch und Verarbeitung mit der Versandvilla. Ja. Einen Server. Der kommt dahin. Eine Waffenkammer, die kommt direkt daneben. Wird mal gleich wissen, was Fakt ist. Schreibtische, Schreibtische, Schreibtische. Hier. Eins. Zwei. Bewegen. Dahin. So. Computer, ihr kriegt nur die billige Variante. Ihr müsst ja nur Leute überwachen. Überwachungsbildschirm. Einer. Der zweite. Oh ne, dann reicht das Geld tatsächlich nicht aus. TV-Schrank, hier. Nein, DVD-Spieler. Ein TV da. Hammer alles. Stühle werden überbewertet. Jetzt, was noch? Wohnzimmer. Das wird wieder die Spielhalle. Badezimmer, Küche. Schlafzimmer. Wenn ich jetzt nicht gleich antworte, tut es mir leid. Aber das hier geht halt gerade auf Zeit. Graue Wände. So. Ein Doppelbett. Das machen wir hier hin. Gut, dass das nicht ein deutsches Spiel ist. Ja. Ja. Genau. Wo war ich jetzt? Schreibtisch. Scheiße. Ich habe die Tür hier falsch gesetzt. Dahin. Bauen. Wand. Dahin. Tür. Dahin. Schreibtisch. Dahin. Laptop, der kriegt einen Gaming-Laptop. Bürostuhl. Der sieht fast aus wie meiner. So. Eine Staffelei noch. Ein TV. Ach komm, der kriegt jetzt eh für die Wand hier. Erledigt. Küche. Hartholz. Gelb. Hammer. Ein Herd. Der kriegt einen schönen Gaskocher da rein. Eine Spüle.
Ein Kühlschrank. Ach, Küchenschrank ist jetzt dran. Okay. Machen wir erstmal dahin. Küchenausstattung. Machen wir erstmal dahin. Dahin bewegen. Dahin bewegen. Dahin. Bewegen. Dahin. Gut, Küche ist erledigt. Brauerei, nein. Badezimmer. Hier. Fließende. Grüne Wände. Eine Tür. Eine Badewanne. So. Der will auch noch eine Duschkabine haben? Was ist das für ein Bonze? So. Eine Toilette. Waschbecken. Ich habe auch eine Badewanne und Dusche. Hatte ich mit meiner Ex in unserer ersten, in unserer zweiten gemeinsamen Dreiraumwohnung auch. Badewanne, Dusche drinne. Da war natürlich kein Platz für die Waschmaschine. Die musste dann im Keller landen. Ne? Was richtig scheiße war. Jedes Mal in den Waschkeller runter zum Waschen. Nee. Klopapier, Klobürste, dann halt dahin. Badezimmer fertig, Wohnzimmer haben wir noch, die Brauerei und den Produktionsraum. Okay, jetzt muss ich das hier auf drei Räume aufteilen. Wir müssen in den Wäschekeller wegen dem Trockner. Wir haben keine, sondern nur eine Waschmaschine. Ja. Zerstören. Bauen. Jetzt. Hier soll man ins Wohnzimmer kommen. Machen wir das so. Tür, Tür, Tür. Ne, die machen wir mittig hier überall hin. Überall die gleiche Tür hier erst einmal rein, bitte. Danke. So. Das sogenannte Wohnzimmer. Möchte Hartholz haben. Und rote Wände. Den habe ich nicht überlackiert. Gut. Dann ein Roulette-Tisch. Machen wir dahin.
Ein Pokertisch, den machen wir nicht dahin. Den machen wir dahin. Ein Billardtisch. Das geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Was hatte ich für Wände? Diese komischen roten, ne? Die da. Ich hab immer noch 10 Tage. Lol. Das ist gerade ein bisschen creepy. Stellen wir dahin. Ein Läufer. Dahin. Ein Tisch. Du hast gestern und Dienstag schneller gespielt. Ja, mich wundert so, dass die Zeit hier gerade nicht abläuft. Das ist so ein Ekeltisch. Das ist halt alles hier gerade ein bisschen scheiße gebaut. Machen wir den da hin. Dann brauche ich 3 Stühle. Eins. 2, 3. Ein TV. Ein DVD-Spieler. So. Eine Lampe. Und ein Gemälde. So, wie sieht's denn schon nochmal aus? Oh, Deko muss ja auch noch einiges passieren. Schlafzimmer 0%. Du willst mich doch verarschen. Okay, jetzt kommt die Brauerei. Boden fließen. Reicht das aus dann? Ja. Ne, hier kommt die Brauerei rein. Wände grau. Gut, dann... Erstmal das hier. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Erinnert mich an Harry Potter, 2. Teil. Ich muss gerade überlegen. Der zweite war... War das die Kammer des Schreckens? Ein Tisch.
Machen wir dahin. Ja, komm zurück. Okay. Ein Stuhl. Haben wir auch erst einmal fertig und jetzt geht's hier ran. Bodenstein. Wände rot. So, zwei Tische. Eins, zwei, zwei Stühle, hier kommen die illegalen Substanzen, so, Laborkleiderständer, der kann dahin. Noch mehr illegale Substanzen. Ein Tresor. Eine Gasflasche. Spielszene, weiß nicht, ob wie der Film war, wo Hagrid mit dir in die Stadt geht und du alles einkaufen tust. Gehst du mit ihm in die Kneipe und dort in den Keller? Keller, aber halt auch. Was? Stimmt. Stimmt. Regner. Dahin. So, Sicherheitskameras. Eine. Zweite. Dritte. Vierte. Fünfte. So, jetzt habe ich noch 6000 für Kackdeko. Hier, wo ist denn das Bild, was allen gefällt? Da. So. So. Das kommt noch ein Gemälde hin. Da. Die Frau im Haus würde sagen, 6000 für Dekoschatz, macht den Keller fertig. Ja. Blaue Neonröhren. Wie sieht's denn aus? 46, 31, 100. Okay. Immer noch 0. Wichtig, unwichtig benötigte Möblierung. Wichtig, erster Eindruck, Fußböden. Okay, na das ist das, ja, das haben wir ja schon mal. Das haben wir tatsächlich alles schon. So. Und die Hand, den haben's gerissen. Nein. Kerzen. Herzen. Das da. 3%. Hä? Lol, ich kann Balkone einrichten. Seit wann das? Lol.
Okay. Probier's mal mit einem anderen Boden. Das. Nee, ich glaube nicht, dass das was bringt. Das ist ja halt hauptsächlich Dekoration, also das, was im Zimmer drin steht. Und Hanteln und Kerzen haben es ja jetzt um 3% schon mal hochgemacht. Oh Scheiße, ach, jetzt bin ich auf Abschließen gegangen, ich Dulli. Naja, komm, scheiß drauf. Alles Wichtige war erledigt. Und die 10 Tage sind einfach nicht runtergegangen, das gefällt mir. Wo ist er denn? Da hinten. Okay. Komm, das Bad gefällt dir. Ja. Ah, okay. So, öffnen. Ja. Ja, ich bin zufrieden und ich krieg 3800 Bonuszahlung. Yay! Bin ich vollkommen zufrieden mit. Erhöht diese Sanierungschance um 10% Frechheit. So, aber das war's erstmal für heute mit dem Stream. Ja, heute Nachmittag, was ist denn heute? Donnerstag. Muss ich gerade mal mit schon Zettel gucken. Donnerstag, da wird heute Nachmittag auch wieder gestreamt und zwar Zero Bullets Minecraft. Ansonsten, der nächste Guten Morgen-Stream ist dann am Samstag wieder. Auf jeden Fall danke, Nico, dass du mal wieder dabei warst. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Stream. So, noch ganz kurz speichern. So, und dann wünsche ich dir und falls noch jemand dabei ist beim Zuschauen, einen wunderschönen Tag.